Hi, ich bin Olaf Barz und wir sind hier gerade mit 12 Feet unterwegs. Wir drehen gerade ein Pay Lake Tutorial für 12 Feet Pro und ich möchte jetzt dieses Tutorial nutzen, um euch mein Immerdrauf-Rig vorzustellen. Mein Immerdrauf-Rig ist relativ einfach, weil es hat sich über die Jahre hinweg gezeigt, die wir halt am Pay Lakes geangelt haben, dass einfach halt einfach mehr ist teilweise. Diese ganzen Zauber-Rigs, die es überall zu sehen gibt, die wir teilweise halt nun mal auch benutzen, um halt wirklich sehr, sehr vorsichtige Fische irgendwo zu fangen. Die funktionieren hier teilweise halt nicht und deswegen sind wir, Patrick und ich, halt eigentlich letzten Endes immer wieder auf das Knotless Knot Rig zurückgekommen, welches ich euch jetzt hier vorstellen möchte, wie wir es zusammen fischen. Als erstes nehmen wir Armolink. Das ist ein sehr softes Material, welches sich schön am Boden ablegt. Gerade hier, wo wir jetzt gerade sind, wir haben sehr schlammigen Boden, da würde steifes Material natürlich im Schlamm abstehen. Dieses Material setzt sich auch sehr gut auf den Boden ab. Das erste, was ich mache, ist, ich binde eine Schlaufe. Auf die ich jetzt den Boilie aufziehe. Fixiere das Ganze mit einem Stopper. Jetzt ziehe ich den Haken auf. Wichtig ist, dass ihr von hinten durch das Öhr geht, um den Hakeffekt zu verstärken. Bei der Haarlänge gibt es eigentlich keine Musterlösung. Das müsst ihr ein bisschen probieren. Wir haben halt die Erfahrung gemacht, da die Fische teilweise sehr spitz beißen. Das heißt, der Haken sitzt immer relativ weit vorne im Maul. Fixieren wir die Haarlänge teilweise ein bisschen bis ins Extreme. Wir haben schon Haarlängen gefischt, die ungefähr so waren. Wir probieren das meistens immer erst mit dieser Länge. So hat der Haken genug Spiel und kann sich schön in das Maul reindrehen. Jetzt wird der Knotless Knot gebunden. Wichtig ist jetzt wieder von hinten durch das Öhr durch, um halt den Hakeffekt, das Eindrehen zu verstärken. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich nutze noch Schrumpfschlauch, um den Hakeffekt noch zu vergrößern. So, diesen Schrumpfschlauch ziehe ich jetzt über das Öhr von unserem Fang X. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu schrumpfen. Entweder man nimmt einen Kanister oder einen Kessel, indem man das Wasser aufkocht. Da ich kein Kaffeetrinker bin, kommt mir das Shrink-Tool, welches Nash entwickelt hat, sehr zu nutzen. Wichtig ist, dass ihr den Schrumpfschlauch jetzt richtig schön nass macht. Das Ganze jetzt auch hier wieder einfädelt. Fixiert. Hier hinten einklingt, damit sich die Schnur hier drin schön spannt. Und jetzt machen viele den Fehler, die benutzen ein normales Feuerzeug. Ihr müsst dieses Sturmfeuerzeug benutzen. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr dürft die Flamme nicht zu dicht an das Tool ranhalten. So, wichtig ist jetzt nur, dass ihr jetzt hier nicht anfasst, weil das Metall ist natürlich verdammt heiß. Einfach wieder raus damit. Und schon habt ihr einen fertig geschrumpften Schrumpfschlauch. Dreht sich sofort ein. Easy gemacht, ohne viel Aufwand. Jetzt ist natürlich jedem selber überlassen, wie er jetzt dieses Vorfach anknotet, ob es jetzt mit dem Knoten an Wirbel ist. Ich mache meistens eine Schlaufe, mit der ich das Ganze einschlaufe. Dann kann man das ganze System noch mal ein bisschen auswechseln, wenn man das anders möchte. So, fertig ist das Rig.